Ja, ich bin da eingesprungen, weil, wie gesagt, meine beiden Musiktherapeuten, die etwas sehr Amüsantes und Lehrreiches vorhatten, mir abgesprungen sind. Und es war mir einfach zu kompliziert, noch einen weiteren Programmpunkt zu organisieren. Da habe ich gedacht, da nutze ich die Gelegenheit und sage ein bisschen was über Entwicklungen im Feld, wie ich sie sehe, wie wir sie auch im DBVC verfolgen. Und ich sage was über mein Verständnis von Coaching und insbesondere für das, was ich Organisationscoaching nenne und das Zusammenspiel mit Organisationsentwicklung. Und wir bemühen uns ja unter dem Label INOC, International Network for Organization Development and Coaching, der Klaus ist da in der Initiativgruppe, die Hildegard, ist gerade nicht da. Und wir haben ja schon einmal eine Tagung gemacht hier in Heidelberg, in der wir mit internationaler Beteiligung und speziell mit dieser Schnittstelle Coaching und Organisationsentwicklung beschäftigt haben. Also in diese ganze Richtung geht mein Hauptinteresse, wie können wir Coaching verstehen und wie können wir aus der Coaching-Kulturperspektive, ich sage gleich, was ich darunter verstehe, was dazu beitragen, dass Organisationen in allen Belangen ihrer Verantwortung und integrativ von uns profitieren können. Ich persönlich bin ziemlich davon weggekommen, Teilperspektiven Unternehmen anzubieten und sie mit diesen oft hochinteressanten Aspekten zu beschäftigen, sondern ich bette das gerne ein in eine Überlegung, wie würde ich als Unternehmer ein Ding angehen? Und da muss ich ganz viele Dinge miteinander integrieren und zusammenstimmig machen. Und ich darf mir auch da nicht erlauben, einzelne Aspekte übermäßig zu entfalten. Also so ist meine persönliche Entwicklung. Deswegen sage ich immer, Coaches sind Zehnkämpfer und Coaches im Organisationsbereich sollten zumindest anschlussfähig sein. Das heißt nicht, dass sie alle Aspekte von selbst abdecken müssen, sie sollten aber anschlussfähig sein an die Gesamtverantwortung der Unternehmen und der Unternehmersicht, für die sie arbeiten und schon Antwort geben können, wie das dort reinpasst. Wie Sie, wenn Sie Unternehmer wären, warum Sie das kaufen würden, was Sie selbst den Unternehmen anbieten. Und das ist so ein Test. Also einen pfiffigen Mittelständler, wenn man den dazu bringt, Coaching-Produkte zu kaufen, dann sind sie gut. Wenn man einem Konzern, der sich halt jetzt gerade wieder irgendwas ausgedacht hat, ein Programm verkauft, heißt es das noch lange nicht, leider. Ich sage jetzt also einfach erstmal was mein Verständnis von Coaching ist. In der DBVC-Landschaft bin ich da sehr angesiedelt an der Ecke Anschluss an Organisationsentwicklung. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die recht stark noch personenorientiert unterwegs sind. Wenn ich da ein bisschen sie geißle, sage ich, das ist mehr Coaching im Unternehmen oder in Organisation als Organisationscoaching. Also Organisationscoaching ist ein Know-how, das an die Gesamtbelange der Organisation anschlussfähig ist und das heißt Strukturen, Prozesse, Umwelten und natürlich die handelnden Menschen in ihren Rollen in der Organisation mit ihren unverwechselbaren Individualitäten. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Mensch kann ich berücksichtigen und das muss immer wieder neu entschieden werden, hat immer was mit dem Anliegen zu tun. Umgekehrt auch, wenn ich mit dem Individuum arbeite, zum Beispiel im Einzelcoaching, entsteht die Frage, wie viel Organisation kann ich berücksichtigen. Ich muss ja immer irgendeinen Ausschnitt wählen, mit dem ich arbeite und der hat was mit meinem Fokus und mit dem Anliegen zu tun. Also solche Überlegungen, darüber haben wir auch schon viel geschrieben. Also ich werde manches einfach nur streifen können. Wenn euch das mehr interessiert, auf unserer Website habt ihr Themenbereiche und dort sind alles kostenlos. Gibt es
Videos, Schriften, die Charts dazu zum Übernehmen für den eigenen Gebrauch. Also wir machen dort, soweit wir das können, alles maximal themengerecht sortierbar und möglichst leicht übernehmbar in den eigenen Gebrauch. Also die, die das noch nicht kennen, möchte ich das einfach empfehlen. Die Videos, wie das jetzt hier entsteht, weiß nicht, ob wir es hier machen, die sind dann auch so, die mache ich normalerweise entlang von Charts und dann kann man die Charts mal durchgucken und wenn einen das interessiert, kann man das anklicken, das ist mal an der Stelle im Video. Und wenn man die Charts für eigene Zwecke übernehmen will, kann man sich das Ganze Click-to-Transfer in einen eigenen Rahmen mit eigenem Logo übernehmen. Da ist unten nur dieses Share-Copyright drin und man kann es direkt weiterverwenden. Also wir sind von daher auf optimale Selbstweiternutzung hin organisiert. Manche haben das vielleicht schon mal gehört. Ich komme jetzt mal zu der Frage, warum sage ich Coaching-Kultur? Für mich ist ein persönliches Vier-Augen-Gespräch, auch wenn es mit Berufs- und Organisationsbelange befasst ist, eine Spezialform. Und für mich ist das nicht in erster Linie Coaching. Sehr viele Menschen identifizieren den Begriff Coaching mit diesem Zweiersetting bezüglich des Umgangs mit berufsorientierten Fragen. Ich habe da einen anderen Begriff davon. Ich sage, Coaching ist eine Perspektive. Also ob es ein Coaching ist oder nicht, hat mehr damit zu tun, wovon versteht derjenige, was der eine Dienstleistung einer Organisation erbringt. Und ich finde, wenn Coaching ein eigenes Berufsfeld sein soll, diese Diskussion gibt es ja, dann gibt es eine klassische Zuschreibung, es ist dann etwas professionsfähig, wenn es einen relevanten Bezug des Menschen zur Welt abbildet. Also Arzt, Mensch und Gesundheit, Jurist, Mensch und Rechtswesen. Und dann wäre die Frage, was ist das Coaching? Und ich sage, es hat zwei Dimensionen, mit denen wir uns befassen. Das ist Mensch- und Berufslebenswege. Und das zweite ist Mensch- und Organisationswelten. Und der Bezug zueinander und die Wechselwirkung zwischen den beiden Dimensionen, wenn wir da Expertise entwickeln, dann entwickeln wir uns als Coaches. In welcher Arbeitsform, in welchen Settings wir das Unternehmen anbieten, das ist für mich eine ganz zweite Frage. Also ich identifiziere Coaching nicht mit einem Setting. Und ich identifiziere Coaching auch nicht mit einer bestimmten Methodik, sei es Aufstellung, sei es Körperorientierung, Aufmerksamkeit, was wir zurzeit haben, oder mit einer bestimmten Menschenbild- und Weltsicht wie Gestaltcoaching oder sonst was. Ich identifiziere Coaching auch nicht mit einer bestimmten Kundengruppe, wie Führungskräfte die ersten 100 Tage oder mit einer bestimmten Situation wie Konfliktcoaching. Ich persönlich wähle es so, dass Coaching durch eine Expertise definiert ist. Wovon versteht jemand was? Und damit man für die Dimension Mensch- und Berufslebenswege was versteht, muss man einmal vom Menschen was verstehen, und zwar bezogen auf Berufslebenswege. Also man muss nicht unbedingt vom Menschen sehr viel verstehen, bezogen auf seine Biografie und alle möglichen Dinge, die andere Berufe abdecken können. Und ich muss natürlich auch etwas von Berufslebenswege und deren Entwicklung verstehen, weil ich sonst Menschen nicht gut beraten kann in ihrem Zusammenspiel mit Berufslebenswege. Und das Gleiche gilt für die Dimension Mensch und Organisation. Ich muss einfach Organisation hinreichend verstehen, damit ich die Menschen in ihren Rollen in diesen Organisationen angemessen beraten kann. Und das führt bei mir dazu, dass mir klar ist, je älter ich werde, desto bescheidener werde ich in einer Weise. Ich habe das Gefühl, dass die verschiedenen Branchen, dass die verschiedenen Unternehmenstypen, dass die verschiedenen Stile von Unternehmen so stark unterschieden sind voneinander, dass ich diesen systemischen
Größenwahn, den ich mal gepflegt habe, wir können Muster identifizieren und auf Muster fokussieren, dass ich dem nicht mehr frönen kann, sondern sage, ich muss auch was von den Inhalten verstehen. Ich muss, weil wenn ich mich der gesamtunternehmerischen Verantwortung stellen will, muss ich einfach die Logik verstehen von einem Geschäftsfeld, in dem die unterwegs sind. Ich muss das nicht selbst können, aber ich muss wissen, dass das ganz entscheidend ist, dass ich Produkte konfigurieren kann, die von dieser Organisation relativ gut in ihren Alltagsbetrieb als Lernmöglichkeit integriert werden können. Und da haben, finde ich, haben wir auch eine Verantwortung dafür, Dinge möglichst in hohem Maße integrierbar zu machen. Das heißt, wir müssen die Integrationsfähigkeit leisten und nicht was Tolles verkünden und sagen, und nur überlegt mal, was ihr damit machen könnt. Das würdet ihr euch, wenn ihr eine Telefonanlage kauft, nicht bieten lassen, dass ihr sagt, ihr habt super Komponenten, sehen Sie mal zu, wie Sie die zusammensetzen können. Also da finde ich, dass sich Gedanken zu machen, wie das, was man anbietet, in die Lebenswelt, in die Organisationsprinzipien, in das Wirtschaften der Kundenorganisation reinpasst, dass das unter den Qualitätsanforderungen an uns selbst gehört und dass wir eher versuchen müssen, unser Know-how in deren Welt zu tragen und die Formen zu finden, die dort passen, als dass wir unsere eigene Bühne machen, die Leute kommen, können bei uns was Interessantes lernen und können sich jetzt selbst überlegen, wie sie das in ihre Welt tragen können. Von daher, ich will das auch einfach nochmal sagen, ich finde, dass es wird noch lange Zeit sicher Spezialisierung der alten Art geben, den ich auch gefrönt habe. Ich finde es toll, 2 Stunden mit jemandem zum persönlichen Gespräch zusammenzusitzen. Wie sehr das wirklich auf längere Zeit von Unternehmen gekauft und bezahlt werden wird, je mehr die intern sich qualifizieren, da bin ich unsicher. Ich glaube, die Einpassungsanforderungen seitens unserer Kundenorganisationen werden immer größer werden. Von daher glaube ich, dass zu unseren Qualifikationen zunehmend gehören wird, dass wir uns eine Programmatik geben, dass wir also jenseits der Methodiken, der beliebten Settings, der Arbeitsformen, für die wir stehen, uns überlegen, für welche Branchen, für welche Unternehmenstypen, für welche Zusammenhänge können wir welches Know-how liefern und wie sind unsere Vorstellungen davon, wie das dort eingebettet werden kann. Und wir bemühen uns, und da komme ich jetzt zu diesem OE-Punkt, wir bemühen uns ja sehr um diese Schnittstelle zur Organisationsentwicklung, die sich ja aus anderen geschichtlichen Traditionen kommt, sehr mit dieser Frage beschäftigt hat. Und da gibt es ja eine Schule in Vancouver, Jarvis Busche und Kollegen, die jetzt einen großen Wälzer auf englischsprachig rausgebracht haben, der Dialogic Organization Development heißt. Und ich finde das ganz klasse, weil die dort sehr klar sagen, und der Meinung bin ich auch, es gibt nicht die richtige Vorgehensweise, sondern es muss eigentlich im Dialog mit den jeweiligen Partnern, und das muss gefunden werden, wer eigentlich dann die Partner sind, für welche Art von Fragestellungen, muss eigentlich definiert werden, was in diesem Fall Organisationsentwicklung sein könnte. Und es kann sehr wahrscheinlich nicht sein, wir denken uns außen ein interessantes Konstrukt aus, geben das rüber und dann sollen die das umsetzen. Sondern es wird zunehmend heißen, wir haben Ideen, wie ihr selbst euch in eurer Organisation entwickeln könnt. Wir haben dafür Drehbücher, wen wir dafür brauchen, wer Regie über solche Prozesse führen kann. Wir beraten dabei, dass ihr selbst in ein Organisationslernen miteinander reinkommt. Von daher sind für mich Coaches, neben dem, was ich gerade gesagt habe, Fachleute für die Beziehung Beruf-Mensch und Fachleute für die Beziehung Organisations-Mensch, auch Fachleute für Didaktik und Lernkultur. Denn Coaches werden eigentlich immer gerufen, wenn ein Lernbedarf da ist und der nicht angemessen befriedigt wird. Das heißt, Coaches
ich weiß nicht, wie das anders sein könnte, müssen Fachleute sein für Lernen, und zwar für individuelles Lernen. Und das geht weit über Umgang mit Biografie und Erlebensweisen hinaus, sondern das muss ja einbeziehen, die Kontexte, für die gelernt wird, dass jemand sich angemessen mit diesen Kontexten auseinandersetzt. Und das geht nicht, wenn ich selbst keine Ahnung habe. Insofern bin ich weit weg davon zu glauben, dass wir inhaltsfrei arbeiten können. Irgendwas Interessantes kann man immer finden, aber ob es relevant ist, und ich bin ja auch Unternehmer auf der anderen Seite, ich würde das nicht kaufen, wenn ich das Gefühl habe, der andere versteht, was mein Business ist. Ja. Aber es geht nicht nur ums individuelle Lernen, sondern es geht auch darum, wie kann man helfen, dass Organisationen das notwendige Lernen vollziehen, und was kann man dafür tun, dass die Agenten für Lernen im Unternehmen, das ist in der Regel die PE, was dafür tun, dass die Einzelnen so qualifiziert sind, dass sie gut drauf sind für situative Lernprozesse. Die haben gemeinsame Verfahren, die haben eine gemeinsame Sprache, die haben ein gemeinsames Grundverständnis, worauf es ankommt. Die können auf diese Weise, die müssen nicht bei jeder komplexen Aufgabe sich abstimmen, wie überhaupt gelernt werden könnte, sondern die können einfach zurückgreifen auf einen Kanon von bewerten, natürlich nicht sehr schematischen, sondern sehr offenen, aber durchaus in ihren Abläufen bekannten Lerndesigns zurückgreifen, dann brauchen sie sich nicht jedes Mal neu mit Erfinden und Organisation von Lerndesigns beschäftigen. Deswegen glaube ich, dass das Wichtigste ist, wenn wir für Organisationen was tun und nicht nur für die Steuerung von Individuen in Organisationen, dass wir überlegen, wie ist das Beispiel für das, an dem die Menschen leiden, die wir da haben, ein Mangel an Lernen der Organisation, und wie müsste es konfiguriert werden und angesetzt werden, dass wir ein Angebot an die Organisation machen können, wie die das lernen können. Und das geht weit über Coaching-Pools hinaus. Und da finde ich, diejenigen, die in die Richtung gehen wollen, ich sage nicht, dass das jeder tun muss, die müssen, glaube ich, in den nächsten Jahren enorme programmatische Arbeit leisten. Dass sie sagen, wie verstehe ich das, wie stelle ich mich auf, welche Sprache biete ich an, welche Lernformen auf einer Lerninsel, die ich biete, zum Beispiel in Seminaren, sind wie geeignet, anschließend zum Selbstlernen durch die Betroffenen in der Organisation multipliziert zu werden. Also wir verwenden in unseren Curricula kaum noch Verfahrensweisen, die nicht geeignet sind, in der kreativen Kooperation in der Organisation verwendet zu werden. Das heißt, wir haben uns verabschiedet von Vorgehensweisen und von Konzepten, die die Menschen zum Selbst sich weiterentwickeln, nicht in Eigenverantwortung übernehmen können und in der Wirtschaftsorganisation auch gelebt werden können. Also die auch nicht zu exotisch sind, sondern die dort durchaus verträglich sind. Für mich, wenn man Organisationsentwicklung macht, wird ja in der Regel, weil Menschen findig sind und selbst wenn die Sache nicht besonders gut angelegt ist, in der Regel Mängel ganz gut kompensieren, wenn auch sehr eigenwüchsig. Deswegen funktionieren viele Vorhaben doch ganz gut, obwohl sie recht schlecht angelegt sind. Was aber erfordert, dass die Leute eine hohe Qualifikation haben müssen, wenn was dabei rauskommt, und dass es viele seelisch ausbrennt, weil sie ständig was Neues erfinden müssen. Während wenn wir eine verlässliche Kultur aufbauen würden, auf die sich viele berufen können, dann können auch Mittelmäßige einen guten Job machen. Man braucht nicht überall Artisten. Und es gäbe ein Verfahren, das unsere Gewohnheiten nähren würde. Und Gewohnheiten sind im Guten wie im Schlechten das Gegenmittel gegenüber Komplexität. Und deswegen ist, und es braucht einfach Zeit, auch gute Gewohnheiten einzuschleifen. Und da muss man sehr viele, sich häufig wiederholende Einführungen machen. Und diese Menschen, die bei uns in den Curricula, zum Beispiel kollegiale Form der kollegialen Beratung, neue Gewohnheiten entwickeln,
die kommen dann zurück in ihr Unternehmen und wenn das sehr kulturdifferent ist, merken sie, dass sie dort, wenn sie versuchen, das umzusetzen, kriegen sie nicht die komplementären Reaktionen und dann gehen ihnen die Flügel runter. Das heißt, damit diese Leute nicht überlastet sind, versuchen wir, was dafür zu tun, wie die Menschen, die bei uns lernen, gleichzeitig Protagonisten von sich einschleifenden Lernprozessen in der Organisation sein können. Das heißt, sie kriegen von uns Drehbücher, also wie kann man sowas machen. Die kriegen Know-how, wie kann ich von meiner Rolle, mit meinen Möglichkeiten, wo ansetzend etwas zu einer Lernkulturentwicklung der Organisation beitragen und wen brauche ich im Boot, sodass ich mich auch nicht übernehme in der Begeisterung und dann irgendwo was anzettel, was eine Zeit lang ein Strohfeuer auslöst und dann wieder in sich zusammenstürzt. Und das haben wir ja einfach oft genug. Also von daher sind wir daran interessiert, erstens kleine Feuerchen zu machen und die ganz langsam auszubauen, so wie auch der Nachschub an Brennmaterial geleistet werden kann. Und das multiplikativ zu machen. Also immer mit zu überlegen, wenn ich ein Experiment der Lernart in einer Organisation auslöse, also zum Beispiel mehrere Leute eines Leitungsteams in Einzelcoaching zu nehmen, wie kann dann eine Gruppenmaßnahme erfolgen? Wie kann innerhalb deren, kann denen beigebracht werden, kann denen gezeigt werden, wie sie sich gegenseitig in verantwortliche und sensible Dialoge reinholen? Und dann können die außenrum sitzen, beim Miterleben lernen, können aber auch direkt anspüren, was löst es in ihnen aus, können das wiederum mitteilen. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wie nach und nach ein lernendes System entsteht. Und es ist eine genügend einfache Methodik, dass diejenigen, die das interessiert, relativ bald die Spielregeln und die Regieverhaltensweisen lernen können. Und es gibt einfach ein paar einfache Regeln, die eingehalten werden sollen, solange nicht jeder von sich die Logik voll kapiert hat, wie die ohne Lernspezialisten werden zu müssen, doch in ein anderes Kulturfahrwasser des Dialogs kommen. Also ich glaube, sehr pauschal gesprochen, dass die wirklich miteinander Verantwortlichen auch lernen, miteinander zu lernen, egal in welcher Form, ist eigentlich die Hauptwirkung einer Coaching-Kultur. Und welche Konzepte und welche Formate jemand dabei verwendet und welches Weltbild er damit verbindet, ist für mich zweitrangig. Ich muss einfach immer wieder gucken, hilft das? Und ich versetze mich, weil ich ja selbst Unternehmer bin, auch in die Rolle des Unternehmers, würde mir das einleuchten? Würde ich denjenigen wirklich die Schlüsselrolle in Prozessen überlassen, um die sie sich bewerben. Jeder Organisationsentwicklungsprozess, wie jede komplexe Arbeit überhaupt, sollte eigentlich sehr viel Spielraum für Lernen, insbesondere am Anfang, vorsehen. Das wird leider in der Regel wegen dem Druck voranzukommen nicht gemacht. Das ist wichtig, dass wir sagen, wenn Sie schnell vorankommen wollen, müssen Sie langsam tun, aber nicht, der Spruch ist erstmal schön, den kennen ja viele, aber ihn dann ganz genau aufzeigen. Jeder hat die Erfahrung, dass wenn man losstürmt, ohne seinen Rucksack zu packen, dass man dann unterwegs einige Probleme kriegt. Und mit Ihnen zusammen an Beispielen durchspielen und nicht gleich mit dem ganzen Spektrum, wie es sein könnte, wenn man anders mit der Sache umgeht. Und von daher einfach Organisation, Entwicklungslernen einmal strukturell und prozessual einzubinden in Organisationsentwicklungsprozesse und eine Lernkultur und eine Didaktik dazu anzubieten und sich auch als Dramaturg von außen, bis sie selber können, anzubieten, bis das bei ihnen selbst greift und sie merken, ob das wirklich zu ihnen passt oder nicht, ob das hilfreich ist. Und das heißt in der Regel immer, ich nenne es Versuchsgärtchen. Die Großgärtnerei kann erstmal weiter produzieren wie bisher. Wir nehmen mal ein kleines Gärtchen und versuchen mit denen, die interessiert sind, die wir erreichen, für diese Landschaft passend eine alternative Anbauform zu entwickeln. Und wenn sich das bewährt, dann merken das die anderen von selbst. Und dann kann man überlegen, wie kann das multipliziert werden. Auch ist ja immer nicht nur die Frage, was passiert, wenn wir es
nicht hinkriegen, also wenn wir nicht erfolgreich sind, die oft schwierige Frage ist, was ist, wenn wir erfolgreich sind? Wie können wir dann ausrollen? Haben wir selbst die Struktur? Hat das Unternehmen die Struktur? Ist es vorbereitet? Ich kann ja jetzt nicht hunderte von externen Coaches da reinfahren, die denen überall helfen. Also brauche ich Verfahrensweisen, die die selbst untereinander weitergeben können, das Lichtlein. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn jemand in der, ich glaube, dass wir haben ja eine Coaching-Blase und eine Coaching-Weiterbildungsblase. Wie lange die noch geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da werden wir noch in turbulente Zeiten kommen. Coaching-Newsletter vom Christopher Rau. Und ich glaube, irgendwann im Frühjahr war für die nächsten 3 Monate dort angekündigte beginnende Coaching-Ausbildungen 60. Allein dort. Also von daher sind wir in einer Kettenbriefdynamik. Das kann nicht gut gehen. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, dass er sich überlegt, welche Programmatik er entwickeln möchte. Und dass er, wenn die Coaching-Blase platzt, ein Profil gewonnen hat, bei dem die Unternehmen und die Unternehmensinternen werden ja immer qualifizierte Nachfrager. Wir haben da 3/4 Unternehmensinterne, die wir qualifizieren, dass er denen dann immer noch plausibel ist als künftiger Dienstleister. Es wird immer Nischen geben, aber nicht in der Masse, die sich da zurzeit anbahnt. Also da kann ich einfach nur ermutigen, sich programmatisch aufzustellen. Und das kann nicht, also die in Organisation auf Dauer erfolgreich sein wollen, können nicht bei dem hauptsächlich personenzentrierten Ansatz stehen bleiben. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und das andere ist, gleich noch, wir werden wahrscheinlich auch nicht bei den jetzigen Unternehmensformen, die wir haben, bleiben können. Weil die größeren Unternehmen verlangen, entweder holen sich die Großen, die aber dann meist eher etwas Schematisches machen, oder sie hätten gern kleine, aber die sind ihnen zu klein. Wenn es ein Konzern ernst meint mit der Entwicklung, fragt er relativ bald, haben sie genügend Leute, dass wir es ausrollen können und haben sie es in den und den Sprachen und Leute, die in den Kontinenten was tun können. Jetzt sagt Volker Köninger, einer unserer Lehrtrainer, der selbst eine Beratungseinrichtung mit 35 Leuten mittlerweile hat, der holt tief Luft und sagt, ja. Und zwar haben wir das ISB-Netzwerk, bei uns ja 4000 qualifizierte Leute, aber es ist natürlich auch schon ein bisschen hochgestapelt. Also einiges davon hat er schon, aber vieles auch noch nicht. Und ich glaube, und da kümmern wir uns jetzt sehr darum, wir müssen neue Organisationsformen auf der Anbieterseite als Unternehmer entwickeln. Also wir machen jetzt zum Beispiel im Dezember eine Kooperationsplattform, in der wir welche, die unternehmerisch mehr stemmen wollen, also größere Aufträge nehmen wollen, die aber die Leute nicht aufbauen wollen, um dann so einen Jumbo zu haben, den sie kostenmäßig versorgen müssen, zusammen mit Leuten, die sagen, ich bin zwar ein Freelancer oder wir haben 2, 3 Leute, wir würden aber gerne in großen Projekten arbeiten und uns dem Thema wirklich stellen, ohne selbst die unternehmerische Struktur aufzubauen. Und wir haben auch gar nicht das unternehmerische Gen dazu, haben gar nicht alle. Viele denken, die hätten das, aber die begabten Unternehmer sind sehr dünn gesät, leider. Wir haben da absolutes Defizit in unserer Gesellschaft, Leute mit echter Unternehmerkompetenz. Aber wir versuchen, die zusammenzubringen und gucken, wie kann eigentlich die Zusammenarbeit aussehen, dass wir Kleinen, oft mit einem humanistischen Anspruch, situativ uns zu größeren Anbieterkonsortien zusammenschließen können und nicht ertrinken im Abstimmungsaufwand. Und unsere Lösung ist Kultur. Wenn alle in dem Konsortium bestimmte Inhalte kennen, bestimmte Formate kennen, bestimmte Lernphilosophie kennen, bestimmte Programmatik haben, die man relativ schnell aneinander anschließen kann, dann haben wir eine gewisse Chance, da nicht ein babylonisches Chaos anzurichten, sondern wirklich etwas in der großen Dienstleistungsmasse anzubieten, was für Große interessant sein kann.
Denn die suchen schon auch nach den Alternativen zu den großen, eher schematisch vorgehenden Anbietern. Und in diesen Entwicklungen sehe ich die Hauptaufgabe der nächsten 20 Jahre. Ich werde mich nur noch begrenzt daran beteiligen, weil ich angekündigt habe, im nächsten Jahr weitestgehend in den Ruhestand zu gehen. Aber ich wollte das nochmal uns ins Stammbuch schreiben. Kann man gucken? So, ich habe versprochen, dass ich um 6 aufhöre. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ich habe jetzt mich ein bisschen in Rage geredet, aber habe das Wichtigste, was ich sagen wollte, gesagt und bin jetzt gerne offen für andere Beiträge oder noch Diskussionen. Heißt das auch, dass wir Coaching-Produkte brauchen in Zukunft, die Unternehmen in der Fläche einsetzen können? Ja, wenn du Coaching-Produkte nicht als massenhaft für Augengespräche meinst, sondern wenn du Coaching-Produkt auch zählst, dass wir eine Logik haben, wie zum Beispiel in der Aufstellung, die wir vorher hatten, wie der CEO, der externe Anbieter und die PE-Leitung, wie die zusammen zu einem Design kommen können, wie die Entwicklung sein kann und was der Externe dazu beiträgt, wenn die es intern noch nicht drauf haben, und dass die alle zusammen eine Designkompetenz und anschließend eine Führungs- und Durchführungskompetenz aufbauen, dass sie gemessen an den verfügbaren Ressourcen, Zeit, alles das, was wir in dem Dreieck hatten, dann auch wirklich was hinkriegen. Und da brauchen wir die Beschreibung, das nenne ich Programmatik, von Coaching-Produkten, die wirklich sagen, in diesem ganzen Spektrum, wofür stehe ich da? Und da kann mir keiner sagen, dass er für einen Handwerksbetrieb das genauso kann wie für einen Konzern. Oder dass es in Deutschland genauso kann wie in Asien. Oder dass es in der Metallindustrie genauso gut kann wie im Internethandel. Also dazu gehören ganz viele Inhalte und dazu gehören ganz viele Kontextkompetenzen. Und das haben wir früher behauptet, das brauchen wir nicht, weil wir ja Muster erkennen. Kann ich nicht mehr zustehen. Ergänzend, das heißt, wir brauchen auch die Feldkompetenz, um da draußen Unternehmen zu machen. Ich glaube ja, es muss natürlich nicht jeder persönlich alle Feldkompetenz haben, aber wir brauchen eine Mentalität und eine Kompetenz, dass wenn wir Verantwortung übernehmen, mit wem wir uns zusammenschließen, der die dann hat. Und wenn wir dann einfach nur einen haben, der sie hat, der aber keine Kultur der Kooperation mit uns entwickelt hat, ist das relativ zu aufwendig. Also deswegen müssen wir im ganzen Feld auch unsere Kooperationskultur entwickeln. Und der DBVC hat hier ja einiges dazu getan. Wir haben ja klar gesagt, wir wollen nicht, dass die Leute bestimmte Schemata können oder kennen. Die können auch durchaus verschiedene Schwerpunkte haben. Aber wir wollen, dass jeder einen überzeugenden Bezug zum Gesamten hat. Und dass wir miteinander uns möglichst viel üben, uns schnell aneinander anzudocken, dass wir zusammenspielen können. Also Mannschaftsspiel, ohne das werden wir, glaube ich, nur in Nischen überleben. Kann man nichts rechts gegen sagen, gell? Ich weiß, das ist anstrengend, aber man muss jetzt auch sehen, ich liebe es auch, einfach 2 Stunden mit einem Menschen zu haben. Und alles, was diesen Menschen bewegt und die seelische Erfüllung, die vielleicht entstehen kann, mit dem zu teilen und dazu was beizutragen, ich finde es toll. In der Regel würde ich das unter Life-Coaching einordnen. Aber wenn ich zu behaupten und pauschal zu behaupten, und wenn ich die Arbeit mache, dann wird er ein besserer Mensch und dann das ist auch für Organisationen gut und so. Das stimmt einfach nicht. Die ganzen Brücken, die wir postulieren, die müssen wir lernen zu bauen und plausibel anzubieten. Und da schieben wir immer noch viel zu viel Verantwortung ab. Und das ist international jetzt, so kann ich vielleicht noch kurz sagen, so sind wir ja zu dieser Einok-Bewegung gekommen. Mich nervt es einfach, dass der Auslöser, der Schlüsselmoment war, ich war in Brasilien auf einer der ersten Coaching-Konferenzen, die es da gab, und traf dort den UK Representative of EMCC, European Mentoring and noch was Coaching Verband.
Und da war ich schon zweimal gewesen und die wollte ich eigentlich als Partner für den DBVC gewinnen, habe aber festgestellt, dass die das ganze Spektrum machen und meist noch sehr gebunden sind an einem psychotherapieorientierten, persönlichkeitsorientierten, Psychokonzept, biografieorientierten Ansatz. Und dann habe ich gesagt, die eignen sich nicht als Partner für den DBVC, für den spielt es auch eine Rolle, aber nur eingebettet. Dann habe ich aufgegeben, die zu gewinnen und da habe ich, und er hat mich aber dann gefragt, weiß nicht, wie der auf die Konferenz gekommen ist, warum ich da wäre und ich sage, ja, ich suche nach diesem Link und das zu entwickeln. Und er sagt, ja, das haben wir jetzt ganz toll in UK und warum ich mich nicht an den EMCC wende, habe ich gemacht. Die sind da nicht weiter, oder also nicht als Verbandsprogrammatik. Es gibt immer Einzelne, die in vieler Hinsicht weiter sind. Das will ich jetzt nicht sagen, dass da nicht alle nicht weiter sind. Und dann hat er gesagt, nee, das ist ganz toll. Wir sind ja jetzt ganz organisationsorientiert. Am nächsten Tag in seinem Workshop, was hat er gemacht? Das Continuum of Awareness. Gestalt, Ansätze der 70er Jahre und immer mal wieder gesagt, und das ist auch gut für Organisationen. Und das hat mich sowas von genervt, weil ich finde, dass wir versuchen da auf einem Sehnsuchtsticket zu reisen, das unsere Gesellschaft nicht weiterbringen wird. Und wirklich eine verantwortliche, professionelle Position hier aufzubauen, ist leider auch viel Arbeit. Und ich finde, und es muss auch nicht jeder alle Talente dafür haben, aber man muss anerkennen, dass die Herausforderung ist und sagen, okay, dann suche ich mir meinen Platz da drin. Aber ich mache mich anschlussfähig ans Ganze. Eine Anforderung, die ich schon an unser Feld stellen möchte, sonst sind wir klassisch einfach nur Öl im Getriebe, die abmildert, was an Organisationskulturschäden produziert wird. Kollegen? Ja. Ich habe mit dem Gerald Busche geskypt und der Michael Röhrig, der hier in Mannheim ist, der jetzt bei Freudenberg Personalentwicklung macht, der ist ja Mitautor in diesem Buch. Und der Michael hat auf dieser EINOC-Konferenz, also das wollte ich erzählen, und das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, wir brauchen ein Netzwerk, das auch international ausgerichtet ist, das sich speziell diesem Zusammenspiel von Organisationscoaching und dialogischer Organisationsentwicklung widmet. Und da haben wir am nächsten Mai, falls ihr das noch nicht erfahren habt, könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen, 11. bis 14. Mai ist geplant, die zweite Konferenz hier in der Region. Und auf der letzten hat der Michael Röhrig diesen Ansatz dort vorgestellt und andere auch. Da gibt es unter anderem Etiketten gibt es Menschen, die dieses Anliegen auch haben. Der Bernhard Hauser zum Beispiel von der Fachhochschule Erdingen, der das unter dem Begriff Action Learning sehr vieles macht. Also wir haben sehr viele Gleichgesinnte, die aber zum Teil mit anderen Etiketten und anderen Traditionen unterwegs sind. Und wir versuchen das zusammenzuführen, um die sich dieser ganzheitlichen Organisationsverantwortung stellen wollen, um die in eine Kooperation zu bringen. Also und dann möglichst international. Vielleicht auch der Hinweis, Sie haben ja diese ganzen Vorträge auf der Website auch schon hochgeladen mit Videos und den Vorträgen. Also wer sich da informieren genau. Über das, was der Michael Röhrig gemacht hat und die anderen, das findet ihr dann auch auf der Website noch unter international. Und bald wird es eine eigene Webseite geben oder einen Teil, wo genau diese Einlog-Inhalte auch zur Verfügung gestellt werden. Und wir legen den Club ja dafür auch schon. Ja, und das kann auch gerne auf den Klaus oder auf mich oder auf den Gerhard zugehen. Und auch das ist didaktisch so aufbereitet, wie ich das vorher erzählt habe. Also ihr könnt das wirklich euch sehr gut ziehen, den Charts entlang gehen. Interessiert euch das, klickt auf das Chart, seid an der Stelle im Video, hört, was da zu erzählen ist. Und wenn es euch interessiert, kann man sehen, wie es von dort aus dann weitergeht. Also ich bin jetzt sozusagen der Graurücken in dem Feld und wird langsam müde, den Karren zu ziehen. Aber es gibt andere, die ziehen da jetzt mit und ich hoffe, dass der Karren vorangeht. Und wer von euch in der Richtung Lust hat, mitzuziehen, ist herzlich willkommen. Dann schließe ich jetzt mal, weil ich versprochen habe, um 6 und wir sehen uns um 7 im Bootshaus.